Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Dawn. Im letzten Part haben wir ganz viele Aufträge bekommen und die werden wir jetzt nach und nach abarbeiten. Aber zuerst werden wir mal wieder schauen, ob wir wieder aufräumen müssen. Na? Nee, scheinbar nicht. Ich denke, ich werde als erstes mal nach Route 106 gehen. Route 106. Nach Route 6. Aha, und da sind Gegner. Oh, du Penner, komm jetzt her. Ah, shit. Ja, mein Finger ist immer noch nicht, besser geworden. Ich habe ja auch keine Pause gemacht zwischen den Aufnahmen, damit ihr es wisst. Hallo, komm jetzt her. Ich möchte jetzt hier so viel wie möglich am Stück aufnehmen. Denn ich habe ja indirekt Zeit, nicht wahr? Was wollte ich genau? Nach Route 6. Und da sind Fußspuren. Die verfolgen wir jetzt mal. Die gehen da oben weiter und hier enden sie bei einer Blutspur. Die Fußspuren enden hier. Ob das Nobilika hier war? Ist es irgendwo anders hingegangen? Vielleicht. Vielleicht. Aber wir haben ja noch andere Dinge zu tun. Und zwar würde ich sagen, gehen wir erstmal ins Pokémon Center. Abgeschlossen. Ach ja, ich muss ja zuerst den Schlüssel von Dingens holen. Weitere Fußspuren, hä? Die führen zum Wasser. Schon wieder. Das Nobilikat ist aber immer noch nicht zu sehen. Wo treibt es sich nur rum? Okay, im Bücherregal wurde uns gesagt. Da ist das Bücherregal. Hier drin müsste der Schlüssel sein. Na, hab ihn. Okay, dann schauen wir mal, wie es im Pokémon Center aussieht. Gut, machen wir das. Und zum Markt müssen wir dann auch noch gehen. Aber wir gehen erst im Pokémon Center, würde ich sagen. Tür aufgeschlossen. Und vorsichtig reingehen. Oh, shit, 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 shit. Verdammt nochmal. Shit, shit. Nicht auf so engen Räumen kämpfen. Nein! Fuck! Nein! Jetzt stirb doch mal! Verdammt noch mal! Sieht nicht so aus, als hätte das irgendjemand hier überlebt. Mein Gott, mein Finger ist einfach nicht zu gebrauchen. Scheiße, noch mal. Nicht so cool. Lebt hier noch irgendjemand? Nee, scheinbar nicht. Aber das hier brauchen wir. Medizinischer Vorrat. Medizinischer Vorrat. Abgeschlossen. Ja, eine riesige Maschine. Ja, ist gut jetzt. Und das nehmen wir auch mit. So, passiert jetzt noch irgendwas? Tatsächlich. Halt, bitte warte. Hä? Oh Gott, der Typ lebt noch, obwohl er keine Beine mehr hat. Ach du Scheiße. Bitte, hilf mir. Ich hab Schmerzen. Da in dem Heilpaket. Da sind Schmerzmittel drin. Gib mir bitte ein Heilpaket. Nein. Nichts gegen dich persönlich, aber in deinem Zustand lebst du eh nicht mehr lange. Und wir brauchen das Heilpaket viel eher. Bastard. Ja, das ist schon scheiße, immer das Arschloch zu spielen, muss ich sagen. Ganz im Ernst. Aber ich glaube, bei einer Passage werde ich dann eine gute Entscheidung treffen, nehme ich an. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Okay. Dann gehen wir noch zum Markt. Ich sollte das Fenster auf der anderen Seite des Hauses zerstören. Auf welcher Seite? Hier? Grock, dein Part. Zerstöre das Fenster. Anni! Okay, und ab dafür. Oh fuck. Wobei, doch hier lässt sich kämpfen. Mit seiner engen Passage ist das kein Problem. Oh Gott, wie es hier denn aussieht. Sieht aus, als gäbe es hier auch nichts Brauchbares. Bis auf das hier. Oh, das Visor. Hey, Visor! Was soll der Scheiß? Was zum... Ein Visor. Es war nicht infiziert. Schnell! Lass es uns verfolgen. Hab mir dieses Visor einfach das Item geklaut. Gibt's doch nicht. Da ist es. Schnell hinterher. Ja, sag ich doch. Aber zuerst möchte ich noch hier unten lang gehen, weil ich glaube, da unten
Nee, doch nicht. Wir gehen ganz sicher nicht wieder auf dieses Mörderschiff zurück. Ja, ist gut. Ich dachte, ich hätte da was im Kopf, aber scheinbar war es nicht so. Ist ja gut. Ist ja gut, Rake. Oh, shit, ein Blut. Oh, Gott. Gleich zwei. Blutzug und Knorfensa. Würde ich bitte gerne einzeln erledigen. Ja, gut. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ein genähter Finger ist einfach nicht da zum Zocken. Möchte ich einfach mal so anmerken. Oh, weg da. Oh, weg da. Verdammte Scheiße nochmal. So, jetzt mal Ruhe. So, will noch jemand aufs Maul haben? Oh ja, tatsächlich. Shit, die Aquaknarre hat verfehlt. Warum? Oh, ein Radfratz ist auch noch da. Hm, shit. Shit, ja, kommt nur her. Solange ich Platz habe, habt ihr keine Chance. Ja, super. Shit, mich nicht in die Enge treiben lassen. Gut, du bist weg. Du auch gleich. So, perfekt. Okay, verdammten Zombies. Ich glaube, ich bin wieder im Spiel. Obwohl Croc im ersten Part ziemlich viel Schaden genommen hat. Da, die Spuren, die verfolge ich jetzt auch gleich. Da oben ist das Visor, seht ihr es? Süß. Aber erstmal noch die Spuren verfolgen hier. Langsam komme ich mir verarscht vor. Wo ist denn dieses verdammte Viech? Mistviech sogar. Tschüss, Visor. Sieht aus, als hätte das Visor dort sein Versteck. Gehen wir rein. Ich möchte zuerst speichern. Nee, kann ich nicht. Ich möchte kurz was testen. Ich möchte erst kurz mal was testen und dafür gehe ich kurz speichern. Ohne die Quest abzugeben, keine Sorge. Einfach nur hier kurz speichern. So, wurde gespeichert. Gut, und dann gehen wir zu Visor. Weil ich habe euch ja gesagt, eine einzige Entscheidung würde ich dann gerne nicht als Arschloch treffen. Die steht, glaube ich, kurz bevor. Und das hat seine Gründe. Eine ganze Visor-Familie scheinbar. Eine ganze Herde, könnte man sagen. Hm. Sieht so aus, als hätte das Visor die Beere genommen, um seine Familie zu ernähren. Es ist zwar nur eine Beere, aber... Beere nehmen. Croc, nimm die Beere. Kani. Jetzt will uns die Beere wohl nicht überlassen, hä? Wenn das so ist, Croc, nimm dir die Beere. Und wenn sie sich dir in den Weg stellen, dann töte sie. Töte sie alle. Wir müssen die für uns selbst überleben. Kani! Alter! Alter! Tja, war wohl nichts mit der Lebensmittelsuche, hä? Lass uns erstmal zurück zum anderen gehen. Alter! Nee, Leute, wir spulen kurz die Zeit zurück. So, Zeit zurückgespult. Nee, alles was recht ist, aber... nee. So schlimm, nee, das geht gar nicht. Sieht so aus, als hätte das Visor eine Beere genommen, um seine Familie zu ernähren. Es ist zwar nur eine Beere, aber... Nehmt halt diese Scheißbeere. Es ist nur eine einzelne Beere. Wir können auch gut darauf verzichten. Komm. Lass mir sie alleine. Ja, ich bin immer noch im roten Bereich. Scheiß drauf. Was ist das oben rechts? Das sieht unschön aus. Tja, wird wohl nichts mit der Lebensmittelsuche. Lass uns erstmal zurück zu den anderen gehen. Okay, das ist die AP-Leiste. Ja, nee, also so... Nee, sowas nee, kann ich dann nicht akzeptieren. Ich bin immer noch ein Arschloch, gemäß dem Karma. Alles, was recht ist, aber das... Nee. Okay, ich weiß gerade nicht, wie lange ich aufnehme. Was? Ja, ich wollte auch gar nicht reingehen. Ich weiß noch gar nicht genau, wie lange ich aufnehme. Ja, gehen wir halt noch kurz die Quests ab. Erstmal zu ihm hier, zu Christopher. Hm, du bist schon zurück? Sieht wohl so aus, hm? Warst du erfolgreich? Ja. Wie sah es im Pokémon Center aus? Geht es den Leuten dort gut?
Nein. Die Leute im Pokémon Center hat's voll erwischt. Ach du Scheiße. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Alle tot? Ja. Hier. Die Vorräte. Okay. Ja, nimm den Scheiß. 3 medizinische Vorräte. Schön. Ich kann den Kaniman nun 3-mal heilen. Komm zu mir, wenn du meine Hilfe brauchst. 12 KP, nee, das wäre noch Verschwendung. Und Lukas, dein Sobilikat war nicht da. Mein Sobilikat spielt gerne auf Route 6. Vielleicht ist es dort. Schau bitte mal nach. Hä? Da war ich doch gerade. Was mit dir? Ja, und warst du erfolgreich, hä? Nein, keine Lebensmittel im Pokémon-Markt. Gar nichts. Ach du Scheiße. Das heißt, in der ganzen Stadt gibt's nichts? Was jetzt? Ja, ich weiß genau, was du denkst. Die MS-1! Hör zu, Drake! Bevor du etwas sagst, die meisten Infizierten scheinen wohl von Bord gegangen zu sein, als die Menschen vom Schiff flüchteten. Was die Sache aber auch nicht besser macht. Ja, aber wie sieht es denn in ein paar Tagen aus, wenn du dein Kanimani weiterziehen wollt? Ihr werdet dann so schwach sein, dass ihr keinesfalls rausgehen könnt. Da ist leider was dran. Dieses Schiff voller Leichen. Mir bleibt wohl keine andere Wahl, als auf das Horrorschiff zurückzukehren. Echt? Du machst es? Ja, aber auch nur, weil ich dabei an meine eigenen Ziele denke. Okay. Das reicht mir vollkommen. Also, so sieht's aus. Ich war heute Mittag in der Küche der MS-1. Die haben echt leckeres Essen zubereitet. Naja, gut. Bei 500 Poké-Dollar erwartet man ja schon ein wenig Luxus, nicht wahr? Wie dem auch sei, die Küche der MS-1 ist voll mit Lebensmitteln, die du dir nehmen kannst. Du wirst uns auf jeden Fall ein paar Tage über Wasser halten. Die Küche der MS-1. Könnte was werden. Alles klar. Ich hole mir die Lebensmittel. Aber das ist das letzte Mal, dass ich meinen Arsch euch riskiere. Schon klar. Viel Glück, Drake. Hast du noch... Ja, was ist mit diesem Sobilikat? Ich erinnere mich, dass ich beim ersten Mal durchspielen schon irgendwie nicht die richtige Lösung gefunden habe. Was mache ich jetzt? Also hier ist es auf jeden Fall nicht. Habe ich alle Spuren angesprochen, die es gibt? Oder habe ich eine übersehen? Die da unten habe ich eigentlich auch gefunden. Da unten steht es, habt ihr gesehen? Holy shit. Ich habe mich jetzt beinahe ein wenig erschrocken. Tatsächlich. Hey, da vorne ist es. Ich verstehe. Als es spielte, wurde es wohl von Infizierten angegriffen. Danach hat es sich immer wieder ein neues Versteck gesucht. Hat es aber letztendlich doch nicht geschafft. Jetzt ist es selbst infiziert. Achtung, es greift an. Was kann es mir... Oh, shit. Was kann es mir schon anhaben? Nichts. Ha. Gar nichts. Wow, es kann springen. Hallo, stirb bitte mal. Holy shit, holy shit, holy shit. Drake erhält Halsband. Super. Bring es zurück zu Lukas. So, hätten wir das auch geschafft. Und geben auch noch gleich diese Quest ab. Hast du Sobilikat nicht gefunden? Ich hab's gefunden. Aber es hat es nicht überlebt. Was sagst du da? Mein süßes Nobilikat. Tot. Das muss ein Irrtum sein. Heul jetzt bloß nicht rum, okay? Es war doch abzusehen, dass Nobilikat da draußen nicht überleben wird, oder? Also was wunderst du dich? Es wurde infiziert und ich habe das einzig Richtige getan. Ich war so kulant... es zu töten. Alter, Drake kennt ja wirklich gar nichts, ey. Also, ja, heul jetzt bloß nicht rum, okay? Da, das Halsband. Arschloch. Was bist du eigentlich für ein ekelhafter Typ, hä? Es war mein Pokémon. Wie würdest du es finden, wenn dein Kanimani sterben würde, hä? Das tut jetzt nichts zur Sache. Hier, warte. Ich gebe dir trotzdem die versprochene Belohnung. Obwohl du sie nicht verdient hast. Ah, Trank, super. Und jetzt lass mich bloß in Ruhe. Ja, das war sehr uncool, Drake. Nun, Drake chillt jetzt mal hier auf dem Stuhl und ich würde sagen, das war's für heute mit Pokémon Dawn. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.